In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg ist Paris Zufluchtsort von Künstlern und Intellektuellen aus aller Welt. Einer von ihnen ist der Italiener Amedeo Modigliani, ein junger Maler, der schnell Freunde findet und seine Zeitgenossen porträtiert. Auf einem seiner wenigen Selbstporträts inszeniert er sich als Pierrot, den traurigen Clown aus der Commedia dell'arte. Im Kostüm, ein Auge leer, das Gesicht eine Maske. Das Bild bedient, genau wie Modigliani, unsere romantische Vorstellung des Bohemians. Diese Sehnsucht nach Romantik hat die Legende von Modigliani genährt. Von dem tragischen Künstler, der dem Alkohol verfallen, in einer Bruchbude haust und viel zu jung an Tuberkulose stirbt, der Krankheit der Dichter und Denker. Schlimmer noch, seine Verlobte Jeanne Hébuterne nimmt sich einen Tag nach seinem Tod das Leben. Da ist sie 21 Jahre alt und hochschwanger mit dem zweiten gemeinsamen Kind. Heute sind wir in der Lage, diese Legende zu entkräften. Ein genauerer Blick auf seine Malerei, auf das Material, aus dem seine Gemälde bestehen, neue kunsthistorische Recherchen und wissenschaftliche Verfahren bringen einen anderen Modigliani ans Licht. »1906 ist Modigliani 22. Vor seinem Umzug nach Paris hat er in Florenz studiert, der Hauptstadt der Zeichnung, danach in Venedig, der Hauptstadt der Farbe. Doch alle Künstler blicken damals auf die Stadt der Lichter, in der die Impressionisten der modernen Kunst den Weg geebnet haben.« »Das Paris des frühen 20. Jahrhunderts war für junge Künstler der wohl aufregendste Ort der Welt. Wir können uns heute nur schwer vorstellen, welche Wunder die Stadt einem jungen Menschen zu bieten hatte. Modigliani war nicht in einer wirtschaftlichen Notlage. Er musste nicht nach Paris ziehen. Er wollte. Denn nirgendwo sonst gab es mehr Möglichkeiten, seine Kunst zu präsentieren, als in Paris. Nirgends gab es mehr Künstler, mehr Austausch. Es war eine wunderbare Umgebung für Kreative. Modigliani wohnt zunächst in einem Hotel im Viertel Madeleine. Dort lebt er von einer kleinen Erbschaft, die es ihm ermöglicht, sich gänzlich der Malerei zu widmen. In Modiglianis Paris von 1906 laufen einige sehr wichtige Ausstellungen, die die gesamte Avantgarde prägen werden. Unter anderem von Cézanne und Gauguin. Bei diesem Frauenporträt von 1908 erkennt man noch den Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert. Die kunsttechnologische Untersuchung ermöglicht eine genauere Datierung der ersten Pariser Bilder und zeigt beispielsweise den Einfluss Toulouse-Lautrecs, der hier besonders deutlich wird in den schwarzen Umrisslinien, die die Farbflächen voneinander absetzen. Dieser Vorrang der Zeichnung gegenüber der Farbe folgt einem Kunstverständnis, das Modigliani während seines Studiums in der Toskana erworben hat. 1908 nimmt der Künstler zum ersten Mal am Salon des Indépendants teil, mit dem Porträt Die Jüdin. Der Blick des Modells erinnert an die expressive Kunst von Edvard Munch, die Farbpalette aus zartem Rosa, Grün und Mauve an die blaue Periode von Picasso, den er gerade kennengelernt hat. Modigliani schwankt noch zwischen den verschiedenen Strömungen der Avantgarde. Anders als viele meinen, war er schon zu Lebzeiten berühmt. Das begann sehr früh. In den Ausstellungskatalogen für den Herbstsalon oder den Salon des Indépendants waren nicht nur die Titel der ausgestellten Werke aufgeführt, sondern auch Name und Adresse des Künstlers. Wenn jemandem etwas gefiel, konnte er also in sein Atelier gehen und es kaufen. Und genau das ist passiert. Paul Alexandre war begeistert von Modiglianis Arbeiten und stattete ihm einen Besuch ab. So begann ihre Freundschaft. Man spürt eine tiefe Verbundenheit zwischen den beiden Männern.
Es war für beide eine enorm wichtige Begegnung. Sie trafen sich häufig und inspirierten sich gegenseitig. Paul Alexandre hat sehr lebendige, eindringliche Memoiren hinterlassen, in denen er ausführlich schildert, wie diese Beziehung beschaffen war. Den intellektuellen Austausch, gemeinsam besuchte Ausstellungen, Theaterstücke, Konzerte. Für Paul Alexandre war Modigliani von allen Künstlern, die er kannte, derjenige, dessen Kunst ihn am meisten berührte. Modigliani zieht nach Montmartre. Dort verkehrt er in einem Kreis von Künstlern in einem Atelierhaus in der Rue du Delta, das ihnen der junge Arzt Paul Alexandre zur Verfügung stellt. Dort werden rauschende Feste gefeiert, bei denen der italienische Maler die Pariser Bohème kennenlernt. In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg sehen sich Paul Alexandre und Modigliani fast täglich. Paul Alexandre ist nur wenig älter als Modigliani und vollkommen fasziniert von ihm und seinem Werk. Er kauft einen Großteil der grafischen Arbeiten, die Modigliani in dieser Zeit anfertigt. Modigliani zeichnete ungeheuer viel. Ich denke, die Zeichnung war für ihn nur Mittel zum Zweck. Und Paul erkannte als erster, dass diese Arbeiten absolut wesentlich sind, um den Künstler zu verstehen. Daher sammelt er alles. Paul Alexandre rettet fast 500 Zeichnungen, die Modigliani lediglich als einfache Vorstudien begreift. Die elegante Linie und der sichere Strich lassen bereits sein späteres Œuvre erahnen. Er ist Italiener. Und als Italiener ist er in einer klassischen Bildkultur und Malschule verwurzelt. Sprich, er entwickelt Formen über die Zeichnung, wie es in Italien seit Jahrhunderten gemacht wird. Im Vertrauen auf seinen Erfolg lehnt Modigliani einen Brotjob ab und lebt von der Unterstützung Paul Alexandres, der ihm seine ersten bezahlten Aufträge verschafft, darunter die Amazone. Es ist das Porträt einer pferdenärrischen Baronin, die im roten Jagdrock posiert. Unzufrieden mit dem Ergebnis, übermalt Modigliani die Jacke mit Senfgelb. Natürlich weist die Baronin das Gemälde zurück. Am Ende springt Paul Alexandre ein und kauft das Bild. Die Amazone gesellt sich zu den Porträts seiner Familie, von seinem Bruder Jean, dem Geliebten der Baronin, seinem Vater Jean-Baptiste, einem sittenstrengen Apotheker, und von Paul selbst. Hier haben wir eine sehr schöne Porträtzeichnung von Paul Alexandre im Jahr 1909, die vermutlich in einem Café entstand. Paul Alexandre wehrte sich vehement gegen die Legende von Modigliani als Bistrokünstler, als Alkoholiker und Haschischraucher, auch wenn er einräumte, dass er damit experimentierte und unter Haschisch-Einfluss gezeichnet hat. Dennoch war Modigliani jemand, der die Kontrolle über den Schaffensprozess behalten wollte. Die beiden Freunde besuchen regelmäßig das Musée du Trocadéro, wo Modigliani die Kunst ferner Länder entdeckt, wie dieses Relief aus dem französischen Kolonialreich. Im Zuge der Veränderungen in den Kolonien wurden damals zahlreiche Objekte nach Paris geschafft. Und viele junge Künstler interessierten sich für diese Gestaltungsformen, die neu für sie waren, einfacher, geometrischer. Picasso hatte diese Objekte offensichtlich im Kopf, als er den Kubismus erfand, genau wie Braque. Und auch in Modiglianis Kunst ist der Einfluss der afrikanischen Masken zu erkennen. Vor allem in den ersten Pariser Jahren experimentierte er mit verschiedenen Stilen. Das Hieratische, Geheimnisvolle der afrikanischen Skulptur hat ihn fasziniert. Er interessierte sich für die Steinkunst der Khmer, aber, wie seine Zeichnungen verraten, auch für die ägyptische Kunst. Er hegte eine echte Leidenschaft für außereuropäische Formen, primitive Formen, wie es damals hieß, mit denen das Sakrale in der Kunst wieder möglich wurde. Das ist ganz offensichtlich. Modigliani hatte eindeutig Gespür für das fast Totemistische einiger Formen. Es ist in seine bildhauerische und malerische Arbeit eingeflossen. Diese Vorstudie gehört zu einem Gemälde, das unter dem Titel Der Cellist bekannt ist.
Auf der Rückseite, auf derselben Leinwand, befindet sich ein Porträt von Brancusi. Modigliani hatte ihn über Paul Alexandre kennengelernt. In der Rue du Delta stellt Paul Alexandre Modigliani dem jungen Bildhauer Konstantin Brancusi vor. Die Kluft scheint gewaltig zwischen dem gebildeten Italiener und dem Rumänen, der sich in seiner Jugend von seinem reichen Elternhaus losgesagt hat und 1904 den ganzen Weg von den Karpaten nach Paris zu Fuß gekommen ist. Brancusi bringt ihm die Grundlagen der Bildhauerei bei und beide verbindet, dass sie den Stil Rodins ablehnen. Anders als Rodin, der für seine Skulpturen verschiedene Elemente zusammenfügt, wollen sie sich unmittelbar mit dem Material, also dem Stein, auseinandersetzen. Und Brancusi hilft Modigliani, was die Technik angeht. Als Modigliani Brancusi kennenlernt, hat der Rumäne gerade seine Arbeit in Rodins renommiertem Atelier aufgegeben, mit der Begründung, es wachse nichts im Schatten großer Bäume. Er ermuntert Modigliani, sich ebenfalls von seinen großen Vorbildern zu emanzipieren und fordert das Ende der Hegemonie der Muskeln in der Skulptur, die er Beefsteak-Kunst nennt. Für Modigliani ist die Bildhauerei mehr als nur ein Intermezzo. Sie ist ein wahres Laboratorium der Formen. Oft werden Modiglianis Skulpturen getrennt von seiner Malerei betrachtet. Aber ich bin überzeugt, das ist ein Fehler. Erst in der Bildhauerei beginnt er, sich für die Dehnung der Form zu begeistern, für die Stilisierung, die Vereinfachung. Manche Arbeiten zeugen von einem sehr architektonischen Blick auf das Motiv, wie die Vorzeichnungen für die Karyatiden. Und das setzt sich in seiner Malerei fort. Doch in den Zeichnungen ist es absolut offenkundig. Die Karyatiden sind Frauenskulpturen, die das Dach eines Tempels tragen. Ihre Stilisierung wurzelt in den Zivilisationen der Antike und soll eine immanente, universelle Schönheit zum Ausdruck bringen. Es gibt eine Phase in Modiglianis Karriere, in der er sich auf die Bildhauerei konzentriert. Er entwirft eine Gruppe von Figuren, um einen imaginären Tempel der Schönheit zu erschaffen. Es ist ein sehr architektonisches Ensemble. Und dieses Bestreben, einen spirituell konnotierten Raum zu schaffen, nach dem Vorbild des griechischen Tempels, verweist auf einen Sinn für Klassizismus, Ordnung und Schönheit, der elementarer Bestandteil seiner Kunst ist. Ich glaube, das Streben nach Schönheit ist in vielerlei Hinsicht typisch italienisch. In der italienischen Kultur gibt es das Ideal der Bella Figura. Das zu erreichen war wohl sein Ziel. Man spürt in der Tat den Willen, eine Religion der Schönheit zu schaffen. Oder wenigstens die von Künstlerhand geformte Schönheit als Zugang zu einer höheren Wirklichkeit zu betrachten. Zu etwas Transzendentem. Das ist zweifellos der Fall. Aber in bestimmten Zeichnungen, sogar in seinen Gemälden, gibt es Anzeichen dafür, dass Modigliani auch ein Interesse an spirituellen Ansätzen hat, die nicht künstlerischer Natur sind. Er interessiert sich für Spiritismus, was nicht ungewöhnlich ist in dieser Zeit, für die Tradition der Kabbala. Er nähert sich dem Thema der Transzendenz, auch über die jüdische Kultur, die damals sehr aufgeklärt ist. Nach einigen Jahren der Recherche und 25 Figuren aus Stein beendet Modigliani seine Bildhauertätigkeit. Warum, ist nicht bekannt. Vermutlich waren die körperliche Anstrengung und der Staub im Atelier zu viel für seine Lunge. Seine angegriffene Gesundheit zwingt ihn zurück zur Malerei. Es gibt keinerlei Aufzeichnungen, die erklären würden, weshalb er mit der Bildhauerei aufgehört hat. Ich persönlich glaube,
Sie konnte seine ästhetischen Ansprüche nicht mehr erfüllen. Er wollte offenbar etwas tun, das sich nicht so einfach im Raum realisieren ließ. Seine Zeichnungen und Bilder verraten, dass er oft sehr schnell arbeitete. Und eine Skulptur braucht Zeit. Es braucht Zeit, einen Stein zu behauen. Von daher war es für die Entwicklung seiner Ideen vermutlich praktischer, zweidimensional zu arbeiten. Zwischen 1909 und 1913 kehrt Modigliani mehrmals nach Livorno zurück. Mal auf eigene Initiative, mal auf Anraten seiner Freunde, denn seine Gesundheit verschlechtert sich. Diese wenig dokumentierten Genesungsreisen nach Italien sind eine willkommene Gelegenheit, seine Familie wiederzusehen. Modigliani stammte aus einer Familie sephardischer Juden, die im 16. Jahrhundert von der Iberischen Halbinsel nach Livorno kam. Damals, als die Stadt eine besonders tolerante Politik gegenüber jüdischen Gemeinden betrieb. Juden genossen dort Privilegien, die sie sonst nirgendwo in Europa hatten. Sie mussten zum Beispiel nicht im Ghetto wohnen, wie in Venedig. Sie konnten Immobilien kaufen und sie durften sich kleiden, wie sie wollten. Es war also ein sehr zuträgliches, sehr kosmopolitisches Umfeld. Modigliani war geprägt durch diese kosmopolitische Stadt. Er war ein offener, aufgeschlossener Mann. Er war sehr gebildet, weil er in einer bürgerlichen, kultivierten Familie aufwuchs, auch wenn diese durch den Bankrott des Vaters verarmte. Er sprach mehrere Sprachen, Englisch, Französisch, Italienisch. Er las Dante. Viele Zeitzeugen berichten, er habe Dante rezitiert. Aber er las auch den jüdischen Philosophen Spinoza. Er las Poesie, Mallarmé zum Beispiel. Er besaß also wirklich eine umfassende kulturelle Bildung. Das bestätigen alle, die ihn kannten. Aus dem Tagebuch von Modiglianis Mutter wissen wir, wie viel Wert sie auf Bildung legte. Sie reist mit ihrem gerade von einer Rippenfellentzündung genesenen Sohn nach Rom und Neapel, um die archäologischen Stätten und Museen zu besuchen. Dort entdeckt Modigliani die Schönheit der Antike, die die gesamte italienische Kultur durchdringt. Seine Mutter bestärkt ihn in seinen künstlerischen Ambitionen. Als er 18 ist, schickt sie ihn an die Aktzeichenschule nach Florenz. In der toskanischen Hauptstadt bewundert er die großen Meister der Renaissance. Er bestaunt die ewige Gegenwart der Porträts, ebenso wie die stille Anmut der Madonnen. Die sinnlichen Linien, die harmonischen Formen und die überlangen Hälse prägen seinen Blick als Maler. Ich denke, er war von mehreren italienischen Meistern beeinflusst. Da ist Fra Angelico, von dessen Gemälden ein inneres Leuchten ausgeht, oder Paolo Uccello, oder Leonardo da Vinci, insbesondere die Mona Lisa. Paulette Jordan, von der er ein wunderbares Porträt gemalt hat, erzählt mir, dass sein Lieblingsbild im Louvre die Mona Lisa war. Die Frau mit dem rätselhaften Lächeln. Und dieses Rätselhafte findet sich auch in vielen von Modiglianis Gemälden.
Das ist ein wesentliches Element seiner Werke. Er kopiert nicht Strich für Strich den einen Stil, sondern bedient sich mal hier, mal da und entwickelt daraus seinen eigenen Stil. Vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs macht Modigliani im Café La Rotonde die Bekanntschaft einer Frau. Max Jacob beschreibt sie als wahrhaft große englische Dichterin. Sie trinkt, spielt Klavier, ist elegant, unkonventionell und verkehrt in der Pariser Bohème. Modigliani ist 30, sie 35 Jahre alt. Beatrice Hastings ist eine sehr interessante Figur. Sie wurde in London geboren und wuchs in Südafrika auf. Sie war eine Intellektuelle, eine Schriftstellerin, Dichterin, Frauenrechtlerin. Sie war vieles. Und ich würde sagen, sie war die Person, die Modiglianis Leben am meisten beeinflusst hat. Sie waren von 1914 bis 1916 ein Paar, in einer entscheidenden Phase seines Lebens. Damals kristallisierte sich sein charakteristischer Malstil heraus. Modigliani begegnete Beatrice Hastings an einem Wendepunkt in seiner künstlerischen Arbeit, als er die Bildhauerei aufgab und zur Malerei zurückkehrte. Es war zweifellos keine leichte Zeit für ihn, denn die Bildhauerei war ihm sehr wichtig. Seine letzte Skulptur zeigt vermutlich das Gesicht von Beatrice Hastings. Sie stand Modell für die letzte Skulptur und wohl auch für das erste Gemälde danach. Er kehrte zur Malerei zurück mit einem nach vorne gerücktem Gesicht. Er griff in gewisser Weise die dritte Dimension der Skulptur wieder auf, mit dieser Nahaufnahme. Es gibt nur das Gesicht und ein Stück Hals, der ja in der Bildhauerei oft den Sockel bildet. Und über und neben dem Kopf sieht man kleine Linien, als wäre die Leinwand ein Steinblock. Und er hätte sich die Stellen markiert, an denen er den Meißel ansetzen wollte. Dieses Werk wirkt wie eine Art Talisman. Ich habe die Bildhauerei aufgegeben, aber alles, was ich dort gelernt habe, werde ich in die Malerei mitnehmen. Er hat ein Stück Collage eingearbeitet. Das ist etwas, das Picasso oder Braque taten. Manchmal malte er sehr stockend und dann wieder flüssiger, selbstbewusster. Das Bild hat auch sehr charakteristische Merkmale, dass die Details des Gesichts mit einem feinen Pinsel gemalt sind. Wie die Farbtöne auf der Wange ineinander übergehen, die Kombination von rauen Oberflächen und feineren Bereichen. Das ist etwas, das in vielen Werken aus dieser Zeit zu sehen ist. Die Beziehung mit Beatrice Hastings gestaltet sich stürmisch. Modiglianis Bilder sind in dieser Zeit intensiver, heiterer. Alle Elemente seines einzigartigen Vokabulars entfalten sich auf der Leinwand. Die langgestreckten Hälse, die stilisierten Formen, die flachen Körper und Gesichter mit schief sitzenden Augen, häufig ohne Pupille, die Nase inspiriert von der primitiven Skulptur, der Hintergrund dunkel, abstrahiert durch einen bewegten Strich. Das Interessante an diesem Gemälde von 1915 ist die Nähe zu seiner bildhauerischen Periode. Man hat fast das Gefühl, die Kleidung sei auf einen Sockel geklebt, der den Kopf trägt, wenn man so will. Die Skulptur ist hier noch sehr präsent.
Die Augen sind der Schlüssel zu einem Gesicht. Alles konzentriert sich auf die Augen und die Mitte des Gesichts. Hier malte Modigliani zunächst die Partie der Augen und der Nase. Dann fügte er die Haut hinzu, tupfte sie in kleinen Strichen auf. So erscheint sie im Verhältnis zur Nase erhaben. Dadurch wird der Betrachter fast magisch von den Augen angezogen. Auf dieser weißen Fläche ist mehr Farbe aufgetragen. Sie soll Antonias Gesicht zum Leuchten bringen. Die Pinselstriche für die Haut zeigen in dieselbe Richtung wie das Licht, das von der Seite einfällt. Andere Elemente sind nicht so leicht zu verstehen wie diese pastosen Stellen hier und da. Man könnte sagen, sie lenken den Blick des Betrachters auf Antonia. Auch hier, die vertikalen und horizontalen Linien laufen im Gesicht zusammen. Die Komposition, der Farbauftrag, alles ist auf die Person ausgerichtet. Die Röntgenuntersuchung verrät Details längst vergessener, übermalter Gemälde. Hinter dem Porträt von Antonia erscheint eine ausgemergelte Gestalt, die an Leidender Akt erinnert. Ein Werk, das Modigliani 1908 unter dem Einfluss von Toulouse-Lautrec und Edvard Munch gemalt hat. Auf der Rückseite enthüllt das Infrarotlicht eine Frau, deren Arm die typische stilisierte Kurve einer Karyatide beschreibt, wie in dieser Skulpturstudie. Mehrere ästhetische Übungen drängen sich auf einer einzigen Leinwand und bilden ein geheimnisvolles Palimpsest, das der Maler unserem Blick entzogen glaubte. Dieses Porträt von Modigliani zeigt Viking Egeling. Mithilfe des Röntgenfluoreszenzverfahrens konnten wir bei diesem Werk ein verborgenes Bild sichtbar machen. Man erkennt einen Baum und eventuell Anzeichen von Häusern und Dächern, also eine Landschaft, die übermalt wurde. Das Interessante ist, bei diesem Baum haben wir Quecksilber nachgewiesen, also Zinnober und Eisen, sprich Ockertöne. Jetzt, wo wir wissen, dass sich darunter eine Landschaft verbirgt, erklären sich die Grüntöne im unteren Teil des Gemäldes. Sie waren uns ein Rätsel. Sie entstanden aufgrund des übermalten Bildes. Zwischen 1911 und 1915 steht Modigliani in regem Austausch mit dem schwedischen Künstler Viking Egeling, einem Vertreter der Avantgarde von Montparnasse. Vikings experimentelle Filme zeugen vom Drang der damaligen Maler, an der Schnittstelle zu anderen Künsten zu arbeiten. Modigliani war ein überaus kultivierter, belesener Mann. Ihn interessierten viele Pariser Künstlerkreise, nicht nur die bildenden Künstler, auch die Schriftsteller, Musiker, Dichter. Er verkehrte mit allen. Modigliani malte zahllose Künstlerporträts. Sie wurden sogar zu seiner Spezialität. Und oft setzte er irgendwo auf dem Bild den Namen des Porträtierten dazu, wie um dessen Identität zu verstärken, als wollte er ihn durch die Namensnennung zum Leben erwecken. Für mich hat das etwas Magisches, diese Verstärkung der Identität, die Modigliani sehr wichtig zu sein schien. Als der Erste Weltkrieg ausbricht, meldet sich Modigliani freiwillig zum Dienst, obwohl Italien zunächst neutral ist. Er wird jedoch aus gesundheitlichen Gründen ausgemustert. Viele ausländische und französische Künstler, die körperlich fit sind, ziehen in den Krieg. Paul Alexandre dient all die Jahre als Chirurg an vorderster Front und kehrt schwer gezeichnet nach Paris zurück. Die beiden Freunde sehen sich nie wieder. Moïse Quisling geht bei Kriegsbeginn zur Fremdenlegion. Er ist 23.
Chaim Soutin, 21, hebt bei Schnee- und Eisschützengräben aus, ehe auch er ausgemustert wird. Ossip Zadkin ist Sanitäter an der Front und wird nach einem Gasangriff 1917 bei Reims ausgemustert. Modigliani dagegen, zu Hause in Paris, kann nichts weiter tun, als sie alle zu malen. Die gesamte Avantgarde, aus dem Kriegsdienst entlassen oder auf Heimaturlaub, defiliert vor seiner Staffelei und macht ihn zu ihrem Porträtisten. Während die meisten Kollegen in seinem Umfeld Manifeste über die Grundprinzipien der Malerei verfassen, widmet sich Modigliani weiterhin dem Geheimnis des menschlichen Wesens. Eines unterscheidet Modigliani grundlegend von vielen großen Künstlern, die wir heute der Avantgarde zuordnen. Er sah die Aufgabe des Porträtmalers auch darin, die Einzigartigkeit einer Persönlichkeit einzufangen. Bei ihm spüren wir eine Faszination, eine Sympathie für das Modell, wie bei den wenigsten seiner Zeitgenossen. Für viele Maler war das Porträtieren eines Freundes damals nur der Vorwand, eine andere Richtung einzuschlagen. Ich glaube, bei Modigliani war das nicht so. Hier unten, dieser Bereich, passt so gar nicht zu dem Porträt hier oben. Und tatsächlich zeigt sich dort das Gesicht einer Frau. Und dieses Gesicht ähnelt dem von Beatrice Hastings mit ihren auffällig kleinen, eng stehenden Augen. Unter der aktuellen Farbschicht enthüllen Radiographie und Röntgenfluoreszenzanalyse vermutlich das Porträt von Beatrice Hastings. Indem er das Antlitz der Geliebten auslöscht, zieht Modigliani einen endgültigen Schlussstrich unter ihre turbulente Affäre. Ein anderes Gesicht erobert seine Leinwand, das des talentierten 24-jährigen Galeristen Paul Guillaume, der eine neue Etappe im Leben des Malers markiert. Ursprünglich waren die großen Kunstförderer die Kirche und der Staat. Doch nach der Französischen Revolution entwickelte sich die Bourgeoisie und diese Besitzbürger benötigten Kunstwerke zur Dekoration ihrer Wohnungen. Dadurch entstand eine ganz neue Kategorie von Käufern und Mäzenen. Das beeinflusste sogar die Motivwahl der Künstler. Diese Entwicklung begann im 19. Jahrhundert und dauert bis heute an. Man würde erwarten, dass die Bohème die kapitalistische Gesellschaft ablehnte. Aber natürlich waren die Künstler auf sie angewiesen. Sie konnten ohne sie gar nicht existieren, denn sie mussten ihre Arbeiten ja auch verkaufen. Und dafür brauchten sie Leute mit Geld. Der während des Impressionismus geborene Kunstmarkt explodiert im 20. Jahrhundert. Und Paul Guillaume verkörpert eine neue Generation von Kunsthändlern, die den Siegeszug der Moderne begleiten. Er verkauft die Werke von Soutine, Picasso, Matisse, de Chirico, Derain und Van Dongen. Er hatte zweifellos ein gutes Auge. Er kannte Apollinaire und machte sich im französischen Kunstbetrieb rasch einen Namen. Paul Guillaume als Galerist zu haben, war ein wahrer Glücksgriff. Im Grunde für beide. Doch Guillaume war so erfolgreich und vertrat so viele namhafte Künstler, dass sich Modigliani möglicherweise zu wenig beachtet fühlte. Und genau zu diesem Zeitpunkt trat Leopold Sborowski in sein Leben. Modigliani wechselt zu Leopold Sborowski, einem Neuankömmling in Paris, den er im Café La Rotonde kennenlernt. Er verlässt den etablierten Kunsthändler der Rive Droite für einen jungen polnischen Dichter, der von seinem Werk fasziniert ist. Sborowski ist ein interessanter Charakter.
Er ließ sich stets überaus respektabel mit Jackett und Krawatte malen. Er verkörperte beispielhaft das Bild des Bourgeois, des bürgerlichen Herrn. Dabei war sein Lebensstil gar nicht konventionell. Er war mit der Frau an seiner Seite nicht verheiratet, auch wenn sie seinen Namen trug. Er war ein sogenannter Bedroom-Dealer. So bezeichnet man sie. Das heißt, er verkaufte Kunst von seiner Wohnung aus, buchstäblich aus dem Schlafzimmer. Der sensible Literat Zborowski passt besser zu Modigliani als der ehrgeizige Dandy Paul Guillaume. Aus dieser neuen Beziehung entsteht eine ganze Reihe eindrucksvoller Porträts von Leopold und seiner Lebensgefährtin Anna Zborowska. Das Paar stellt dem italienischen Maler die enigmatische Lunia Tschechowska vor. Wie vor ihr Beatrice Hastings wird sie das Lieblingsmodell Modiglianis, der ihr Gesicht immer wieder malt. Zborowski verkauft Modiglianis Arbeiten an Sammler wie Roger Dutilleul, einem Bewunderer von Braque und Picasso, der sich für die Malerei des jungen Italieners begeistert und zahlreiche Bilder von ihm erwirbt. Mit bescheidenen Mitteln gründet der visionäre Kunstliebhaber die bedeutendste französische Sammlung moderner Malerei der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Lange nach Modiglianis Tod erklärt er: In all den Jahren mit dieser Sammlung, von der ich mich nie getrennt habe und die ich nach und nach erweitern konnte, habe ich erlebt, wie sehr die Malerei, insbesondere in schweren Momenten oder unter der Last der Einsamkeit, ein großer Trost sein kann. Ein Fluchtmittel, zumal in einer Zeit, in der selbst der Kauf eines Buches zum Luxus wird. ...1916 rät Zborowski Modigliani, sich auf Aktgemälde zu verlegen, da sie ihm leichter zu verkaufen erscheinen als die Porträts von Unbekannten und der Bohème. Und so werden in der ersten und zu Lebzeiten einzigen Einzelausstellung Modiglianis in der Galerie Berthe-Weil seine großen Aktgemälde präsentiert. Es bleibt mir ein Rätsel, warum sich Modigliani, den nicht zuletzt Paul Alexandre als willensstark und kompromisslos beschrieben hat, am Ende von Händlern einspannen ließ, die für ihn zwar wichtig waren, die aber auch, das lässt sich nicht leugnen, den neuen Zeitgeist erkannten und darauf spekulierten, große Gewinne zu erzielen. Und Modigliani ließ sich auf das Spiel ein. Wahrscheinlich, damit er weiter malen konnte, aber es war ein Wagnis. Denn seine Frauenakte grenzten für die damalige Zeit fast an Pornografie. Das heißt, sie fanden keine Käufer. Die erste Ausstellung, in der sie gezeigt wurden, war ein totales Fiasko. Denn trotz allem war die Öffentlichkeit damals einfach noch nicht so weit. Am Ende wird Zborowski recht behalten. Nach dem Tod Modiglianis explodieren die Preise für seine Aktgemälde. Heute erzielen sie Rekordsummen. 139 Millionen Dollar. So, thank you. Bei der Vernissage prangen die Akte auf dem Katalogtitel und im Fenster der Galerie. Die öffentliche Zurschaustellung von so viel Nacktheit provoziert einen Menschenauflauf, den die Polizei eiligst auflöst. Ein Kommissar verfügt, die Bilder wegen unsittlicher Entblößung zu entfernen. Auf die Frage, was ihn daran so schockiere, soll er geantwortet haben, dass sie Schamhaar zeigen. Die Ausstellung war ein Schock für die Menschen. Schließlich herrschte Krieg. Keinem stand der Sinn nach Sinnlichkeit. Das waren harte Zeiten, im wahrsten Sinne. Harte und blutige Zeiten. Da wirkten die Aktgemälde bei Berthe-Weil fast wie ein Hohn, was den Skandal vermutlich noch befeuerte. Mit den Grand Nus huldigt Modigliani seinen berühmten Vorgängern. Die rothaarige junge Frau im Hemd und dieser stehende weibliche Akt nehmen exakt dieselbe Haltung ein wie die Venus von Botticelli.
Dieser liegende Akt mit Halskette erinnert an Tizians Venus von Urbino, die Modigliani als Student in den Uffizien gesehen hat. Diese Reminiszenz an die italienische Malerei wird sich in Südfrankreich fortsetzen, wohin er flieht, als die deutschen Truppen vor Paris stehen. Bei seiner Ankunft im Süden ist Modigliani von der Tuberkulose geschwächt und seine neue Lebensgefährtin Jeanne Ebuterne, eine junge Künstlerin, die er das Jahr zuvor in Montparnasse kennengelernt hat, erwartet ein Kind. An der Côte d'Azur gesellt sich das Paar zu dem großen Kreis geflüchteter Maler und Schriftsteller wie Matisse, Fujita, Survage, Soutine, Kissling, Braque oder Juan Gris. In Nizza trifft Modigliani alte Freunde wieder. Ein Foto von der Promenade des Anglais verrät, dass seine Krankheit fortschreitet. Schmal geworden, versinkt er förmlich in seinem Mantel. Er trägt einen Schal und einen weichen Filzhut, während Paul Guillaume, wie aus dem Ei gepellt, seinen Gabardinmantel über dem Arm trägt. Mangels professioneller Modelle malt Modigliani immer wieder Jeanne, aber auch Kinder und Einheimische. Die frühen Arbeiten von 1917 sind auf dunklem Grund gemalt, die aus Südfrankreich praktisch alle auf hellem Grund. Der unterschiedliche Malgrund entfaltet eine unterschiedliche Wirkung. Die Aktgemälde mit ihrem üppigen, pastosen Farbauftrag wirken sehr intensiv. Die Bilder aus Südfrankreich auf weißem Grund dagegen leuchtender, die Farben heller. Der Effekt ist ein vollkommen anderer. Modigliani spielte also mit dem Malgrund und seiner unterschiedlichen Wirkung. Vergessen wir nicht, ein Gemälde ist ein dreidimensionales Objekt. Es erscheint zweidimensional, aber durch die überlagerten Farbschichten ist es dreidimensional. Wie durch die Art des Farbauftrags, die Art der Pinselführung bestimmte Effekte erzielt werden, das verrät uns die wissenschaftliche Untersuchung. Die mediterrane Vegetation erinnert den Maler an seine Kindheit in der Toskana. Und die Schönheit des Hinterlands inspiriert ihn zu seinen ersten Landschaften, die er in Gesellschaft von Fujita und Survage malt. Es ist interessant, dass Modigliani, als er sich in Südfrankreich in der Landschaftsmalerei versuchte, schnell wieder davon abließ. Und tatsächlich, wenn wir seine frühen Landschaften betrachten, haben wir das unbestimmte Gefühl, in der Bildkomposition fehle der Fokus. Und das ist irritierend. Bei seinen Porträts fokussiert sich Modigliani oft auf das Gesicht, bisweilen so sehr, dass er die restliche Leinwand verdeckt oder nur flüchtig bearbeitet. Es ist immer das Gesicht, das im Mittelpunkt steht. Die Augen, auch ohne Pupillen. Er sagte, das eine schaut nach außen, das andere nach innen. Und ich glaube, genau das hat ihm in seinen Landschaften gefehlt. Trotz der wunderbaren Farben von Cézanne oder Renoir und allen, die wir mit Südfrankreich verbinden. Während seiner Zeit in Cagnes-sur-Mer begegnet Modigliani Auguste Renoir, der sein letztes Lebensjahr in Les Colettes verbringt. Nachhaltiger jedoch ist der Einfluss Paul Cézannes auf den italienischen Maler. Der Geist des alten Meisters irrlichtert durch seine Farbpalette.
Bei manchen Bildern ist es unübersehbar, wie bei Der kleine Bauer, einem seiner großen Meisterwerke in der Tate Gallery. Hier ist der Einfluss Cézannes unverkennbar, mit diesem typischen Cézanne-Blau. Viele seiner Arbeiten aus Südfrankreich sind stark von Cézanne beeinflusst, auch wenn dieser bereits tot war. Als Künstler konnte er seine Gegenwart spüren. Modiglianis Vorliebe für Kinderporträts in seiner Nizza-Periode ist eng gekoppelt an die Schwangerschaft Jeannes, die am 29. November 1918 ein Mädchen zur Welt bringt. Dieses Porträt zitiert das italienische Madonnenbildnis. Die junge Mutter ist rothaarig wie Jeanne Hébuterne und erwartet wie diese ihr zweites Kind, wobei Jeannes nie geboren werden wird. Am 31. Mai 1919 fährt Modigliani ohne Jeanne nach Paris, um eine wichtige Ausstellung vorzubereiten, deren Hauptkünstler er ist. Trotz seiner Krankheit arbeitet Modigliani unermüdlich weiter. Auf dem Zenit seiner Kunst malt er wie ein Besessener im Duell gegen die Zeit. Eines seiner letzten Werke ist das Porträt von Paulette Jourdain. Er malt es in seinem eisigen Atelier in der Rue de la Grande Chaumière. Ihr verlassener Ausdruck strahlt eine unendliche Ruhe aus. Am Ende seines Lebens malte Modigliani das Dienstmädchen Paulette Jourdain. Sie arbeitete im Haushalt der Sporowskis, wo er ihre Bekanntschaft machte. Ich habe eine Weile in Paris gelebt und einmal erwähnte jemand, Paulette Jourdain wohne bei mir um die Ecke. Meine Güte, das alles war 70 Jahre her. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass aus dieser Zeit noch jemand lebte. Andererseits, sie war ungefähr 14, als er sie zum ersten Mal malte. 70 Jahre später wäre sie dann in ihren 80ern. Warum nicht? Das lag im Bereich des Möglichen. Also suchte ich sie im Telefonbuch und da war sie. Ich rief sie an und fragte, sind Sie Paulette Jourdain, das ehemalige Modell von Modigliani und Soutine? Und sie sagte ja. Und ich? Wir sind Nachbarn. Würden Sie mir ein Interview geben? Und Sie? Ja, gern. Sie erzählte mir viele interessante Dinge. Dass er ein Gentleman war, dass er beim Malen bestimmte Lieder gesungen hat und dass er nie getrunken hat, während er malte. Immer erst danach. Wenn er fertig war, holte er den Rum raus und fing an zu trinken. Weil manche behaupten ja, er wäre beim Malen betrunken gewesen. Aber wie hätte er dann so präzise arbeiten können? Denn er hat ja seine Bilder sorgfältig komponiert und nicht einfach Farbe auf die Leinwand geklatscht. Paul Alexandre empörte sich gegen das Image des unglücklichen Künstlers. In seinen Augen besaß Modigliani einen unbändigen Lebenshunger und keinen Drang zur Selbstzerstörung, wie es spätere Zeugen darstellen. Das Image des Künstlers, den seine schöpferische Kraft aufzehrt, das gehört zu großen Teilen ins Reich der Legende. Wahrscheinlich fühlte er sich permanent unter Zeitdruck, seitdem er als Kind fast gestorben wäre. Vielleicht trieb ihn die Vorstellung, sich beeilen zu müssen. Aber laut Paul Alexandre empfand er gewiss keine Todessehnsucht. Jahre nach seinem einzigen Selbstporträt, 1915 als Pierrot, beschließt Modigliani, sich noch einmal zum Motiv zu machen. Die Palette in der Hand porträtiert er einen Künstler bei der Arbeit, den Maler, so wie er ist, vor seiner Leinwand. Es wird sein letztes Gemälde sein. Modigliani stirbt am Samstag, den 24. Januar 1920 in der Pariser Charité an Tuberkulose. Da ist er 35 Jahre alt. Nach seinem Tod
schießen die Preise für seine Bilder in die Höhe. Modiglianis größtes Geheimnis sind seine Porträts, die ihn in der Geschichte der modernen Kunst beispiellos machen. Seine Madonnen, die Kinder und Unbekannten haben die italienische Anmut nach zwei Jahrhunderten wiedererweckt. Das Wunderbare ist, dass wir durch die Neubetrachtung der Geschichte der Kunst des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts heute eine ganze Fülle von Künstlern entdecken, die traditionell gearbeitet haben und dennoch versuchten, etwas Neues zu schaffen, ohne eine völlig andere Sprache zu verwenden. Ich glaube, Modigliani gehörte in diese Welt und spielte darin eine entscheidende Rolle. Er war kein ikonoklastischer Künstler, sondern ein Künstler, der eine Form der Moderne hervorgebracht hat, die sich klar von der Kunst der vorangegangenen Generation absetzte und gleichzeitig tief in ihrer Bildtradition verwurzelt war. Es ist die Aufgabe des Dichters, des Romanciers und auch des Malers, das Geheimnis und die Strahlkraft, die jeder Mensch in sich birgt, zum Vorschein zu bringen. Ich denke da an meinen entfernten Cousin, den Maler Amedeo Modigliani, dessen bewegendste Bilder diejenigen sind, auf denen er Unbekannte, Kinder, Straßen und Dienstmädchen, Kleinbauern und Lehrjungen als Modell wählte. Er malte sie mit kraftvollem Strich, der an die große toskanische Tradition erinnert, an Botticelli und die Schule von Siena. Auf diese Weise verlieh er ihnen, oder besser gesagt, er enthüllte die ganze Eleganz und Anmut, die sie unter ihrer schlichten Erscheinung in sich tragen.